Moin, hier ist Heini. Schön, dass du auf meinem Kanal bist. Jetzt gehen wir weiter und wir machen heute das Dach. Da ist das Dach. Da wohnt noch ein bisschen vernünftig, sehe ich gerade von Weitem. Ne? Aber, und zwar habe ich jetzt die Platten bekommen. Und zwar von Lücht und Palm. Das ist hier in der Nähe, das ist Richtung Leer da oben. Und da habe ich mich schlau gemacht und habe da angerufen. Und die unterstützen mich da so ein bisschen. Und vielen, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ne? Und hier, da bin ich dann hingefahren. Und ich muss ehrlich sagen, ganz, ganz, ganz nett, die Jungs. Auch der Junior-Chef, nicht, das ist der Chef, der Bruder vom Chef war das. Super beraten, also muss ich ehrlich sagen, echt klasse. Und hier, die haben mir dann ein Angebot erstellt mit allem drum und dran, was ich brauche von Schrauben. Wie gesagt, die Platten, ich habe jetzt 4 cm Platten genommen. Die sind insgesamt 7 cm. Die kleinste Stelle ist 4 cm. Und Sandwichplatten nennt sich das ja, ne? Und hier, die werde ich erstmal installieren. Ich habe mich dafür entschieden, für 4 cm. Das reicht, wenn man nicht dauerhaft heizt, haben die gesagt, dann reicht das vollkommen. Darum habe ich 4 cm jetzt genommen. Und damit das auch schon ein bisschen Dämmung mit drin ist. Ne? Und wenn es regnet, dann haut das nicht so, dann ist das nicht so laut. Kennt ihr ja bestimmt, wenn ein Blechdach hat. Das hast du hier nicht. Ne? Wie ist das schon mit gedämmt? Und hier, dann will ich das mal eben draufpacken. Die Folie gleich abziehen. Ist auch wichtig. Ne? Ist natürlich doof, wenn da Folie drauf ist. Und ne? Kriegst du nie wieder ab mit den ganzen Schrauben. Der ganze Zubehör ist alles dabei. Und ich grüße euch mal auf diesem Wege dahin. Ne? Firma Lücht und Palm. Ich vergesse ich jedes Mal. Lücht und Palm. Ne? Und hier liebe Grüße. Vielen, vielen Dank für die Beratung. Hat mir super gefallen. Und die ganzen Fragen, wie die beantwortet haben oder die Tipps gegeben haben, wie ich was machen muss und so alles. Ne? Und die werden mir auch dann später diesen Blech, was auf dem Holz rum zukommt, oben, dass er nicht verfault. Ne? Da werden die mir auch noch zubiegen. Also die haben ja diese Blechkanten, wie nennt sie das nochmal? Abblecht, weißt du, wo du die Bleche mitmachst, Mann? Genau. Die werden mir doch alles da fertig machen. Und hier, die haben mir das mit einem riesen Gabelstapler hier hingebracht. So, jetzt wollen wir da mal am Loslegen. Das wird das mal eben draufkriegen. Ne? So schwer sind die nicht, aber ich hole gleich meinen Bruder ab. Der hilft mir mal eben. Ach, hier ganz kurz mal auch vielen, vielen Dank auch an die anderen. Ich habe so viele Hilfeangebote bekommen, die mir helfen wollten. Ne? Vielen, vielen Dank. Ich hole spontan meinen Bruder eben. Der packt da eben mit an, schiebt die drauf, ich richte die da aus, schraub die fest und dann ist die Suppe fest. Ja? Und ich habe schon einen Stock in der Hand, wenn er nicht spurtet. Ihr kennt die Geschichte mit dem Stock. Ja, so morgen wieder. Ne? Ach, so langsam dieser Form an ein Glück. Ne? 3, 2 und fertig. Parem. Warte, so langsam. Boah, die Schnecken stinken oben. So, genau, nicht so. Fein. So, Ralf, kommen wir, wenn er föhnt. Mach rein. Wollen wir los? Ja. Nochmal. Sie sagen fast, ne? Jetzt nochmal. Jupp. So, und rufe. Jupp. So, bin 3. 1, 2, 3. Fein. Wunderbar. Kuckuck. So, und zwar, da sind jetzt Schrauben dabei. Hier habt ihr auch diese
diese, ja, wie Unterlegscheiben sind da. Hier ist eine Gummidichtung drauf, die kommt dann immer auf diesen Berg. Und da, das sind selbstdrehende Schrauben, also selbstbohrende Schrauben. Die kommen da rein und werden in Sparren reingeschraubt. Hier oben sind auch schon diese Gummidinger, dass da kein Wasser durchlaufen kann. Und wie hier haben wir zwei Stück. Einmal groß, einmal klein. Die großen sind einfach für die Sparren immer. Und die kleinen sind immer dafür da, wenn du jetzt eine Platte auf die andere legst. Dieser Berg, die da entsteht, ne? Wo da übergreift. Da kommt dann jeweils immer eine kleine Schraube rein. Auch die haben alle eine Dichtung, dass hier 100% wasserdicht ist, dass hier gar nichts passieren kann. Ne? Und habe ich jetzt, wie gesagt, rum zu überall gemacht. Oben drüber wird mein Bruder, den welcher Bruder, Lehrjunge, sage ich immer, hochjagen. Und dann kann er das machen. Ne? Aber so ist das schon mal, also da kann gar nichts mehr passieren. Wegfliegen ist alles, wie gesagt, fest. Aber jetzt soll innen drinnen noch überall eben gemacht werden. Da legen wir trotzdem eine Platte drauf. Wie gesagt, man kann drauf laufen, aber man muss ja nichts kalt machen. Ne? Und dann gibt er eine Platte drauf, da kann er sich dann drauflegen und rumwälzen, wie er will. Und das alles schön verschroben. Das filme ich aber jetzt nicht, sondern einfach nur, ich wollte das nur mal zeigen, wie ich das mache. Ne? Wenn ihr euch wundert, warum ich so kurze Haare habe, du, ist der nächste Tag, Frau hat mich Horsch nennen. So schnell geht das, du. Also, dann wollen wir mal gucken, dass mein Bruder auf den Dach kommt. Wo bist du eigentlich, du? Nein, der ist sogar nicht hier. Ne? Und aber das hat so super geklappt hier mit diese Platten. Das war die beste Entscheidung, dass ich das gemacht habe. Überleg mal, ich hätte jetzt irgendwie das mit Teerpappe eventuell, hatte ich jetzt überlegt, ne? Ich so, oh, dann musst du erstmal diese Unterkonstruktion haben. Dann musst du auch da, musst du denn, wie gesagt, Dampfbremse oder Dampfsperre haben. Unterspannbahn, dann brauchst du diese Platten oder eben Rauschbund, dann brauchst du die Teerpappe. Ne, hier ist das so schnell gemacht. Und ich möchte bezweifeln, ob das günstiger wäre jetzt, diese Teerpappen-Variante. Ne? Lass das hier eventuell minimal teurer sein. Aber hier ist eine Dämmung schon mit drin. Hier ist schon, wenn das minimal teurer ist. Ne? Also, beste Entscheidung ever. Und wie gesagt, hier brauchst du nichts mehr machen. Teerpappe muss immer, oh, da ist ein Loch drin. Oh Gott, was ist denn da los oder so. Ne? Hier gar nicht. Herrlich. Ja, der Stefan, mein Kumpel, seit über 20 Jahren, der Lump, der macht das jetzt eben für mich die Schrauben fest. Hier, fleißiges Kerlchen, du. Weil ich bin nicht auf dem Dach, ich fahre da runter, mit meinem Gewicht traue ich das nicht. Und jetzt haben wir eine Latte gespannt, einmal rüber. So haben wir zum einen Schraube, zum anderen immer Mittelpunkt von meinen Sparren. Und so werden wir jetzt erstmal komplett diesen ganzen Dach verschrauben. Oder vielmehr er, ne? Ups, hab draufhauen. Und dann die kleinen Schrauben, die da sind. Genau, das sind die kleinen. Die kommen dann verteilt immer da, wo die Berge sind. Verteilt noch mal rein. Sehr schön. So, das sind selbst reinbohrende Schrauben, die das sind. Da brauchst du nicht vorbohren, das ist das schöne Praktische dran. Und wie gesagt, hier ist schon jede Menge Schrauben in dem Dach drin. Natürlich erst vorher abgezählt, wo was hinkommt. Wir haben noch ein paar über, da wird immer zwischendurch noch was reingepackt. Da passiert gar nichts mehr. Sehr schön. Wie gesagt, hier kommt natürlich noch Blech rum zu. Ne? Das ist ja jetzt provisorisch mit Bitumenband. Das ist einfach nur so, dass das ein bisschen safe ist, bis das Blech drauf ist. Da das Wassermilch da reinknallt, ne? Könnt ihr auch Stefan nochmal Hallo sagen. Hallo Stefan. Stefan, mach's noch einmal smilen. Stefan, mach's noch einmal smilen. So, ihr Lieben, jetzt habe ich diese Winkel auch, die oben drüber kommen, ne? Die hat Lücht und Pellen mir auch geliefert. Vielen Dank nochmal für. Muss ich gar nicht abholen, haben die mir selbst geliefert. So, das habe ich auf Winkel geschnitten. Da das hier auf Eck schön zusammen ist, bündig ist. Ich schraube die von oben fest, nicht von der Seite. Ich will das nicht in Sicht haben. Kommt einmal quer rum, dann hat das einen vernünftigen Abschluss. Und wenn Wasser drauf prallt, kommt da kein Wasser rein. Sag schon, von oben an der Kante. Ne? Und fault nicht so schnell weg. Und dazwischen kommt auch nicht so viel Wasser. Jo, da wollen wir das mal schön machen. Ne? So. So. Festschrauben sieht gut aus. Thank you.
So, meine Lieben, das ist geschafft. So sieht das aus, wenn du 140 Kilo bist, fett bist, Leiter hoch und runter. Oh, heftig. Ich bin froh, dass das fertig ist. Sieh ganz, oh, das ist noch ein Styropor-Ding. Der muss weg. Den Besen habe ich von Stefan. So, da. So, das haben wir geschafft. Ein Glück. Ne? Komplett rum zu, sieht ganz gut aus. Die Ecken werde ich nochmal mit einem Bitumen ein bisschen reindrücken, aber sieht ganz gut aus, die Ecken so. Ne? Passiert eigentlich nichts, aber besser, als wenn man das nicht hat. So, ne? So, dann werde ich nochmal im Onkel Hendrik anrufen von Lücht und Palm. Ne? Ich will noch nur so eine Türschwelle haben. So ein Winkelblech. Vielleicht macht er mir noch einen, hole ich dann auch ab. Kann ich nochmal besuchen und hat super geklappt alles. Ne? Auf diesem Wege will ich mir noch ganz kurz mal bei Hendrik, das ist der vom Chef, der Bruder, bedanken, dass er mich so super unterstützt hat. Ne? Mit den ganzen Ausrechnungen, mit den ganzen Tipps und Tricks, was er sagte, habe ich ja so noch nie gemacht. Ne? Und 100% diesen Service, was die da gemacht haben, ne? Bin ich richtig zufrieden mit. Ich muss mal eine Brille abmachen, weil das brennt in mein Auge. Nicht normal. Ne? Hendrik, vielen, vielen Dank. Super Service. Und hier ist das fertig. Ne? Sieht top aus, ist dicht. Wie gesagt, habe das ja letztes Jahr gemacht. Das habe ich jetzt erst gemacht, weil man gucken wollte, wie das überhaupt ist alles. Und da kam nicht einmal im Winter mit Schnee. Schnee hatten wir gar nicht gehabt. Ne? Aber mit hier Regen und ganz Gedöns, da kam gar nichts rüber. Ne? Also war echt super. So, meine Lieben, das ist abgehakt. Das haben wir geschafft. Da unten kommt das Ding noch ran. Und dann passt das. Hallo, meine Süße. Komm her, mein Spatz. Du willst die Welt auch mal Hallo sagen, ne? Ja, komm her, mein Liebling. Ah, meine kleine Lottermaus. Nicht auf dem Mikrofon, ne? So, ja, ihr kennt ja die Kleine mittlerweile schon. Ne? Tatkräftig unterstützt, du. Ich war aus der Puste. Ich bin echt aus der Puste, du. So. Also sieht super aus. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ich habe ja hier schon viele Videos drin gemacht in meiner neuen Werkstatt. Und vom Dach her, muss ich sagen, also vom Lärm her, ne? Also ist besser als erwartet. Als erwartet, wie erwartet, Steigerung, egal. Es better wie erwartet, ne? Und auch im Winter, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte hier, wo Minusgrade draußen waren, hatte ich jetzt, ich habe natürlich die Wände auch alle gedämmt, ich habe Fußboden gedämmt und jetzt mit den Sandwichplatten drauf, hatte ich nicht unter 10 Grad hier drin, wo es draußen am Frieren war. Dann hatte ich meine 800 Watt Heizung da angemacht, da hatte ich da ungefähr, wenn ich die 2-3 Stunden anhatte die ganze Zeit, oder ein bisschen mehr, ne? Dann hatte ich ungefähr 16-17 Grad und das reicht hier dicke, weil mein Vater sagt immer, warm arbeiten, passte. Und mit Heizung muss ich mal gucken, wie ich das in Zukunft mache, ob ich das einfach so lasse oder ob ich was anderes nehme, muss ich mal gucken. Aber von der Decke her, was natürlich ein bisschen ist, wenn es regnet, hört man diese Tropfen auch ein bisschen, aber nicht so extrem, als wenn da keine Sandwichplatten, Dämmung zwischen wäre, ne? Dann rasselt das da richtig. Hier gar nicht. Also hörst du, habt ihr bestimmt hier nur wieder ein Video mal gesehen, aber nicht so extrem, als wenn da gar nichts zwischen wäre, ne? Also würde ich immer wieder machen, so wie das ist. Und ich bin dann überlegen, das Holz rumzu, ich habe ja Bodendeckel gemacht, habt ihr ja gesehen, bin ich super nicht mit zufrieden, weil das Holz war erstens sehr teuer, es gab nicht so richtiges Holz da, die Preise sind durch die Decke gegangen, wegen Corona und wegen Krieg, war das schon Krieg? Ja klar, war ja schon, wo ich hergezogen bin, war ja schon Krieg da. Und die Preise sind ja in die Decke gegangen, ist nicht normal, das Holz ist so feucht gewesen, da siehst du schon überall so ein bisschen Risse und so, ne, ärgert mich so ein bisschen, weil das, die Qualität war nicht toll. Und da bin ich überlegen, ob ich in der Zukunft eventuell auch dann wieder runter mache und dann auch mit Sandwichplatten rumzu. Da denke ich mal, werde ich machen. Zwar nicht morgen oder übermorgen, aber das wird garantiert so kommen. Ne? Also muss ich sagen, habe mich hier überzeugt, diese Sandwichplatten. Das vorher gar keinen, auch nicht auf dem Schirm gehabt. So, ne? Aber ne? Gefällt mir sehr. Vielen Dank an Hendrik nochmal. Da haben wir es wieder. Hendrik. Oh, Visitenkarte gucken. Du. Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Du Hendrik, weil Hendrik, egal. Das ist der Chef, Bruder vom Chef, ne? Und der hat mir so geholfen. Vielen, vielen Dank. Unten in der Beschreibung ist ein Link drin zur Homepage. Da könnt ihr gerne mal gucken, wenn ihr jemand Interesse hat, wie das alles funktioniert, was die da haben. Die haben natürlich auch verschiedene Stellen, ne? Letztens hat jemand geschrieben, wie kann man sich eine offene Decke bauen für die Werkstatt und so. Da denke ich so, hä? Also manchmal denke ich so, die wissen gar nicht, was die schreiben, die Leute für ein Blödsinn. Warst du schon mal im Baumarkt drin oder warst du schon mal irgendwo drin? Die haben nur solche Konstruktionen, Holz und dann mit Sandwichplatten. So, ich war letztens sogar beim Stielpartner hier nebenan, die hatten auch von Lüttich und Palm, haben die auch diese Platten gekriegt, habe ich mit denen gesprochen. Das siehst du so oft und wie kann man denn so Blödsinn schreiben, offene Decke? Ist nicht offen, regne nicht rein, du. Also bevor man so einen Scheiß schreibt, gar nicht schreiben. Das ärgert mich dann immer wieder. Ah, nee, ohne Worte. Ne? Also, meine Lieben, das wollte ich mal sagen. Vielen Dank an Lüttich und Palm.
Link ist in der Beschreibung drin. Hat alles super geklappt, auch die Transporte und so alles da. Einfach nur super, ne? Super Team. Ich sage, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.